Die heutige Gedenkstunde stellt eine Opfergruppe in den Mittelpunkt, die lange um Anerkennung kämpfen musste. Menschen, die von Nationalsozialisten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt wurden. Mit einer emotionalen Gedenkstunde hat der Bundestag am Freitag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Im Mittelpunkt standen Menschen, die damals wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität verfolgt und als asozial bezeichnet wurden. 50.000 Männer wurden unter dem NS-Regime gemäß des Paragraphen 175, der Homosexualität noch bis 1994 unter Strafe stellte, zu Freiheitsstrafen verurteilt. Mindestens 5.000 bis 6.000 von ihnen wurden in Konzentrationslagern ermordet. Mary Pünya etwa wurde unter dem Vorwand der Asozialität als Lesbierin verhaftet. Die Schauspielerin Maren Kreumann erinnerte im Bundestag stellvertretend an die Lebensgeschichte des bereits verstorbenen Holocaust-Opfers. Liebe Mary Pünya, eigentlich solltest du hier stehen und berichten. Solltest uns deine Sicht auf deine Lebensgeschichte erzählen, die trotz mühsam aufgespürter Dokumente noch immer unvollständig ist. Doch Pünya, die Jüdin war, kann nicht berichten. Sie wurde wegen lesbischen Verhaltens angeklagt und 1942 in der Tötungsanstalt Bernburg in Sachsen-Anhalt ermordet. Für unsere Erinnerungskultur ist es wichtig, dass wir die Geschichten aller Verfolgten erzählen, mahnte Bundestagspräsidentin Bass. Es sei die Aufgabe jeder Generation, sich von Neuem mit dem Verbrechen der Geschichte auseinanderzusetzen.